neuen Single erschienen. Bei uns wird sie zum ersten Mal zu hören sein. Die Radiostationen spielen sie schon rauf und runter. Wir hören jetzt Alphaville mit I Die For You Today. Come in close to me and bring me joy. Lift me higher, much higher and higher than the light allows. I wanted to be everything, everything for you. Oh, I wanted you, I needed you. I thought that you did too. You built me beauty, I took it all away. And I can stand another day. I died for you today. Hey, I died for you today. I died for you today. Hey, I died for you today. Tend me, sweet tempest, and shower me with stars. I wanna be as beautiful as you. Take me to the summit and show me all that I could ever have. You gave me everything I ever thought I wanted, and now you take it all away. You gave me love and then you killed it blindly. I think I'd die for you today. I can't pursue another way. The wind, like a moon so beautiful from afar, but shattered on its surface full of scars. The sea with no more fish, planets without air, a wave with no more sun. I think I'm gonna die with them today. Wurde da angesungen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe es versucht, in dem Song ein bisschen kurz zu machen. Ja, jetzt besteht die Möglichkeit, es personell festzumachen. Ja, nee, also vielleicht nicht. Das ist schon länger her, auf alle Fälle. Dann könnte man noch viel leichter darüber sprechen. Okay, ich lasse ihn ruhen. Okay. Also, ich komme nochmal zurück. Bundeswehr, da hatten Sie sich irgendwie so gedacht, gehe ich einfach mal 18 Monate zur Bundeswehr und gucke mir den Laden mal so an. Ja, ja, ich dachte, ich sitze das in den Arschbacke ab. Irgendwie. Genau, ja. Und dann kam es aber doch ganz anders. Ja, dieses Prinzip Befehl, Gehorsam, das war nicht so meine Sache. Und dann? Führte das wozu? Das führte zu Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten, das führte zu einer leichten Körperverletzung und dann wurde ich unehrenhaft entlassen. Und dann haben Sie sich einfach in Zug gesetzt? Ich dachte, wenn du da aus der Kaserne rausgehst und dich umdrehst, dann musst du da irgendwann wieder hin. Also bin ich einfach rausgegangen, ohne mich umzudrehen, immer gerade ausgelaufen. Ich landete dann auf dem Bahnsteig in Plön und da fuhr gerade ein Zug nach Berlin. Den habe ich dann genommen. Und seit damals sind Sie in Berlin? Nee, also
Nicht nur, also ich komme nur ein bisschen rum auch. Wie schön. Aber erstmal waren Sie 1977 in Berlin. In Berlin, dann waren wir in Münster eine Zeit lang. Mhm. Also wir hatten dann so eine Art Künstlerkollektiv in Münster, wo wir alle möglichen Sorten von Leuten, wir hatten Fotografen, Bildhauer, Maler, unter anderem eben auch ein paar Musiker. Also bei Künstlerkollektiv, entschuldigen Sie bitte, spielt sich bei mir im Kopf der folgende Film ab. Alle sind nackt, alles ist erlaubt. Ja. Kommt dem ziemlich nah, oder? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wir waren sozusagen sozialistisch, also wir haben versucht, so politische Sachen irgendwie in die Tat umzusetzen, also in unserem privaten Leben auch damals. Das war, glaube ich, auch, also dazu muss man stehen, wenn man in meiner Generation ist, hatte einen gewissen Coolness-Faktor in der Zeit. Ne? Heute würde das nicht mehr so sein. Also das heißt, man war nackt und alles war erlaubt, aber das Ganze brauchte irgendwie einen intellektuellen Überbau. Und dann hat man das ganze sozialistische Künstler... Man war nackt und war Sozialist. Okay, toll. Das hätte mir auch gefallen. Da hat sich eigentlich viel geändert. Ich kann mir vorstellen, dass du an diese Zeit, auch wenn du sie selber so nicht erlebt haben magst, aber insofern zurückdenkst mit einer gewissen Romantik. Ich habe jetzt auf Wehmut gewartet. Auch Wehmut? Nur Teilromantik, weil ich meine, wir haben ja alle diese Klamotten angehabt. Und wenn man das, also wenn ich es heute sehe, Bilder von damals, also wir sahen halt, wie es oft gesagt wird, scheiße aus. Und die 80er waren nicht wirklich, jetzt wird's hip, ich verstehe es nicht. Also wenn jetzt so junge Leute aus den 80er rumlaufen, sage ich, wir hatten keine Wahl, aber ihr seid hier. Aber wir sahen scheiße aus, hatten aber viel Optimismus. Ja, das stimmt schon. Also es war auch, ich fand auch eine spannende Zeit. Die 80er zu Unrecht werden oft immer so auf Plastikpop oder irgendwas reduziert, sondern in den 80ern ist wahnsinnig viel explodiert. Da haben viele experimentiert. Die Punks haben dann plötzlich auch mit Pop, dann gab es Rock mit Pop. Und also es ist viel passiert. Und die neue deutsche Welle, also es war eigentlich eine sehr bunte Zeit und eine sehr schöne Zeit. Also es war eine Zeit, wo ich auch so meine Jugend genossen habe. Mit es gibt auch zwei verschiedene Seiten von 80ern für meine Begriffe. Das eine ist diese Plastikscheiß, von der du geredet hast, irgendwie, das ist das, was man vielleicht so im Allgemeinen unter 80er Jahre Musik auch versteht, wo ich eigentlich finde, dass Alpha Will da relativ wenig mit zu tun hat. Und dann gibt es, also was für mich die 80er Jahre sind eigentlich alles Bands, die also in den späten 70er Jahren angefangen haben, ihre ersten Alben zu machen. Also angefangen von Cure, Orchestral Maneuvers oder sonst irgendwas. Und das sind in der Tat Künstler, die heute doch die Musik beeinflussen in ganz entscheidendem Maße und wo man sich auch noch durchaus orientieren kann. Und das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ne? Ich gebe allerdings zu, dass ich habe diesen Unsinn auch mitgemacht mit dieser Pudelfrisur, wattierten Schultern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich es heute sehe, vielleicht kann sein, sieht irgendwie scheiße aus. Auf der anderen Seite, also damals war das ein totaler Spaß. Ne, wir haben, wie gesagt, sozialistisches Kollektiv und so. Und auf einmal konnten wir in irgendwelche Läden reingehen und uns alles, das will ich haben und so weiter. Das haben die uns dann auch alles geschenkt. Also es war eigentlich so, wie wir uns den Kommunismus vorgestellt haben. Ja. Und es war fantastisch. Und unser Pech war nur, dass das zu der Zeit halt die Mode war, Michael, weißt du? Ja, aber es ist okay. Also ich habe das war ganz schlimm damals. Ich fand auch, also das hast du richtig gesagt, dass in den 80ern wahnsinnig viele Bands, die so um den Dreh, das haben 78 bis 80 angefangen haben, Platten. Auch U2 solche Bands. Und die besten Platten. Irgendwie wusste ich, dass U2 noch ins Rennen bringt. Ja, aber egal ob U2 oder nicht, aber wirklich in den 80ern haben viele von diesen Bands ihre besten Platten gemacht oder auch ihre letzten guten Platten. Also damals Queen zum Beispiel. Also das war schon, ich fand eine sehr spannende Zeit und gut, ich höre sehr breit Musik, also ich war nie festgelegt auf eine Linie und deswegen habe ich so Songs, wie die ich gerade vorher gehört habe, von Alpha Will genauso geliebt wie, keine Ahnung, ein Liedermacher oder irgendeinen Stampfrock, was auch immer. So, und so wird es weitergehen. Wir werden auch in Zukunft Alpha Will hören. Am besten das neue Album, eine neue Single heute erschienen. Marian Gold ist bei uns. Vielen herzlichen Dank.